Also fotografieren klappt jetzt, wir knipsen gezielter. Aber um ehrlich zu sein, irgendwie, ja, da fehlt mir was. Ja, wie wäre es mit rosigeren Wangen oder längeren Haaren? Oder einem Hut und einem Rauschebart? Oh. Fotos sind beliebte Zeitzeugen. Wurden sie erst einmal geschossen, können sie aber noch perfektioniert werden. Du kannst die unschöne Baustelle auf dem Urlaubsbild wegretuschieren, die Zähne werden weißer und der Himmel noch blauer. Das braucht aber einige Übung. Das bekannteste Programm Photoshop ist für die meisten aber unbezahlbar. Zahlreiche Alternativen tummeln sich gratis im Web. Update testet drei davon für das Niveau von Anfängern. GIMP von Adobe gilt in Fachmagazinen wie etwa Ship Online als beste Alternative zu Photoshop. Die Handhabung ist tatsächlich ähnlich. Die meisten Werkzeuge wurden übernommen und die Bilder werden auch in mehreren Ebenen bearbeitet. Das sorgt aber dafür, dass das Programm für einen Anfänger nicht geeignet ist. Wenn du nur Paint gewöhnt bist, solltest du zu Beginn ein leichteres Programm ausprobieren. Pixar.com ist ein Editor, mit dem du ein Foto online mit Basics bearbeiten kannst. Der klare Vorteil ist, dass du kein Programm herunterladen musst. Du kannst ein Foto deiner Wahl uploaden und einzelne Elemente zum Beispiel zusammenziehen oder aufblasen. Der Editor hat alle nötigsten Funktionen. Er kann eine schöne Spielerei sein, aber wenn du unterwegs etwas schnell bearbeiten willst, kann er genau das Richtige sein. Photoscape ist ein Bearbeitungsprogramm für Eilige. Mit wenigen Klicks können die Bilder aufgewertet werden. Du kannst sie zum Beispiel zuschneiden, schärfen, weichzeichnen oder die Helligkeit ändern. Instagram-Fans werden sich freuen. Viele Filter stehen zur Auswahl. Detaillierte Bearbeitungswerkzeuge gibt es nicht, aber mit wenig Aufwand kannst du schon einen großen Effekt erzielen.